meine Freunde, herzlich willkommen auf dem Filmkritik-Kanal, heute zu einem neuen Trailer-Check von mir für euch. Und wie ihr vielleicht sehen könnt im Hintergrund oder auch jetzt im ganzen Bild, dass die Videobeleuchtung ist besser geworden. Ich habe es jetzt eigentlich geschafft, die zuzulegen und ja, die Beleuchtung ist an sich besser. Da liegt auch meine Katze. Und wir kommen jetzt zu einem neuen Trailer-Check und zwar zu The Drop Bargeld. Viel Spaß damit. Es gibt manche Sünden, die du begehst, von denen kommst du nie wieder los. Ganz egal, wie sehr du dich anstrengst. Ich hatte mal etwas. Ich wurde respektiert. Wisst ihr, wessen Kohle ihr hier abräumt? Ich wurde gefürchtet. Ich habe gehört, dass Kusama die Bar gar nicht gehört, sondern so ein paar harten Typen. Jemand hat meine Bar überfallen. Findet mein Geld. Wie viel haben die ihn abgenommen? Alles, was in der Kasse war. Haben Sie gar nichts gesehen? Nee. So ist das Viertel hier, oder? Du bist immer noch im Geschäft. Ich? Ich stehe nur hinter der Bar. Du bist kein harter Typ. Wir alle haben eine Vergangenheit. Das ist ein schöner Hund. Was willst du? Besorg mir mein Geld. 10 Uhr bei dir, okay? Ich komme in Frieden. Wieso das denn? Gibt's Krieg? Das ist nicht gut. Er wird nicht einfach verschwinden. Halt dich fern von ihm. Verstanden? Hast du was Schlimmes vor? Dass wir diesmal nicht wieder hinbiegen können. Ich will, dass du gehst. Du kannst nicht in andere Leute Leben reinplatzen und erwarten, dass sie... Hör zu, so ist das Leben. Menschen wie ich tauchen auf, wenn du es nicht erwartest. Ja, meine Freunde, was haltet ihr prinzipiell von dem Film? Der Trailer an sich sieht eigentlich ziemlich cool aus. Von der Geschichte her sieht es auch eigentlich ziemlich cool aus. Aber man sieht eben halt auch im Trailer und was man auch nachher im Film sehen wird, dass der Film nicht ganz so stark ist. Klar, das Budget war von dem Film sehr, sehr klein. Die Stars sind zwar auch gute dabei, einer ist leider schon verstorben. Ist auch wieder schön nochmal im Trailer oder im Film zu sehen. Aber so ist das... den Trailer an sich anzugucken, okay. Sich den Film vielleicht noch einmal im Kino anzugucken, okay. Aber ich weiß nicht, ob das sonst noch für irgendwas reicht. Klar, knappes Budget und. Die ganzen Faktoren spielen natürlich alle mit zu. Da kann man natürlich dann nicht den Bombenfilm erwarten, aber an sich ist die Story. Die Story finde ich eigentlich ziemlich cool. Gut aufgebaut, gut zu Ende gebracht auch und auch der Film wirkt auf keinen Fall irgendwo mitten im Film langweilig. Also ich finde, man wird immer gut unterhalten, man hat immer irgendwo Spannung, immer irgendwo Action und deswegen finde ich den Film eigentlich an sich ziemlich cool, nur wenn jetzt zum Beispiel ihr so auf sowas überhaupt nicht steht, ihr könnt den Trailer sehen, mag ich das nicht, wenn ihr es nicht mögt, müsst ihr nicht ins Kino gehen, meine Freunde, weil dann ist das definitiv nichts für euch, denn sonst nur kauft euch den auf Blu-ray oder auf DVD. Aber gibt dafür kein Geld fürs Kino aus. Ich werde ihn mir auf jeden Fall nochmal angucken. Und weil es für mich auch was ist. Also ich finde das ziemlich cool. Auch so vom Darstellermäßigen her, auch von den Schauspielern her, weil sie einfach gut spielen können. Und dann interessiert mich das nicht mehr, ob da nachher die so mega viele scheiß Schnitte drin sind. So scheiße geschnitten ist er nicht. Aber es ist schon ein bisschen grenzwertig. Und ja, meine Freunde, ich hoffe, meine Kritik hat euch gefallen. Wenn ihr meiner Meinung seid, schreibt es unten in die Kommentare. Und auch wenn nicht meiner Meinung seid, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gebt gerne einen Daumen runter. Aber schreibt mit in die Kommentare, was ich noch ändern soll. Ich mache jetzt das schon alles. Ich habe das Licht geändert. Ton habe ich ein bisschen was verändert. Und. Also schreibt es mir in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.